herzlich willkommen hier bei Simrace.TV. Wir schreiben den 21. Mai 2016 und ich müsste jetzt tatsächlich mal ganz weit zurück in mich gehen und zurückdenken, wann ich das letzte Mal angemeldet habe. Wir sind hier tatsächlich da, um... Oh, das ist aber laut. Ja. Genau. So, ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert mit der Motorenlautstärke und weiß ich nicht. Also, herzlich willkommen hier zur Übertragung des dritten Qualifying Races zu den 24 Stunden de la Sarthe zur 10. Ausgabe dieses, ja, doch hoffentlich das Simracing-Rolle beeinflussenden Events. Und Stefan Karnitz, der auch schon vor 10 Jahren mit dabei war, wird irgendwann hier heute mal mit reinschneiden. Angeblich wollte er ja gar nicht fahren, das tut er jetzt aber trotzdem. Und naja, wir werden mal gucken, ob sich das bis zum Event hält. Kleine Einschränkung vorab, ich habe null Scoring. Ich habe überhaupt keine Übersicht, was hier irgendwo, wer hier auf welcher Position fährt oder wie der Stand im Rennen ist. Ich muss dann immer mal hier zurückschalten und in der Hoffnung, dass das dann irgendwie funktioniert. Naja, wir werden sehen. Auf alle Fälle ist es erstmal schön, euch alle wieder zu hören, zu sehen und an diesem Event teilhaben zu dürfen, weil es war doch irgendwie eine, ja, eine große Ungewissheit bei mir, ob ich das wirklich möchte. Und naja, irgendwann im Januar, Februar habe ich dann so die ersten E-Mails und die nahmen dann tatsächlich dreistellige Werte an. Wirklich dreistellig und naja, 10 Jahre sind einfach mal 10 Jahre, von daher habe ich mir so gesagt, mein Gott, was soll's. Und die haben Allstar gefragt, natürlich waren die wieder dabei, sie haben es ja letztes Jahr ganz alleine gemacht, ja gar keine Anteile gehabt und ja, bin ich zumindest hier im Livestream und so ein bisschen im Forum und ein paar Listen gepflegt und nicht wirklich was gemacht. Also Hauptarbeit liegt ganz klar bei Jörg Vogel, Stefan Karnitz und Olli Schlaps. Und von daher, ja, und nicht zu vergessen natürlich Michael Reiter, der immer für unsere Unterhaltung sorgt. Naja, wie auch immer, das ist uns nicht langweilig wird. So, was aber tatsächlich geht, wir können hier wenigstens ein bisschen hin und her schalten. Und ich darf euch verkünden, wir haben wieder 21 Nationen dieses Jahr hier, in diese, zumindest in den Qualifyings. Ob das, wie das natürlich dann im Rennen aussieht, ist noch eine andere Sache. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten der sich registrierten Teams hier qualifizieren, ist groß, weil wir hatten dieses Jahr natürlich, weil nicht davon auszugehen war, dass wir nochmal Rennen organisieren. Ja, nicht eine so große Flut an Anmeldungen, wie das in den Jahren zuvor der Fall war. Immerhin sind es doch so viele Teams geworden, dass wir Gott sei Dank die Qualifikation fahren mussten, weil ich glaube schon, dass diese Qualifikationsrennen so ein bisschen... Uiuiui, was macht er hier? Das Salz in der Suppe hier sind in diesem Event. Und 24-Stunden-Rennen können mittlerweile ja viele. Mehr oder minder erfolgreich und... Naja, und jetzt sind wir halt hier irgendwie wieder so viele, dass es nötig wurde, die Qualifikationen zu fahren. Allerdings auch nicht, wiederum nicht so viele, als dass am Ende da irgendwie jemand weint, weil er nicht mitfahren darf, weil erfahrungsgemäß ist es schon so, dass die, dass ein paar der Teams sich dann vorm Event aus diversen Gründen zurückziehen. Völlig überraschende Ereignisse wie Geburtstage oder so, die kommen dann meistens dazwischen und naja, manchmal ist es auch ein bisschen verletzte Eitelkeit, weil irgendwas nicht so funktioniert hat, wie sie das wollten, aber gut,
Was gibt's noch so ein bisschen zu erzählen? Also, es läuft dieses Jahr erstaunlich ruhig ab. Also ruhig im Sinne von stressfrei. Ich weiß nicht, ob das mit dem Fehlen einiger Personen zu tun hat oder einfach, ja, Tatsache, dass wir das hier seit 10 Jahren tun, irgendwie sich jetzt mal in den Köpfen durchgesetzt hat. Vielleicht auch die Simulation als solche ein bisschen entspannter, nicht ganz so problembehaftet ist wie R-Faktor 1 noch. Keine Ahnung, jedenfalls hatten wir in den ersten 2 Testrennen nicht einen einzigen Protest. Es gab keine wirklichen Probleme auf der Strecke. Gab auch keine Probleme technischer Art. Das, was es gab, das wurde bisher recht zeitnah gefixt. Also Performanceunterschiede in den einzelnen Klassen oder halt jetzt zuletzt das Problem mit den Carpaints. Ihr seht jetzt hier noch keine Carpaints, weil es sind noch keine da. Aber das wird sich im Bälde ändern. Ich denke mal, spätestens zu den Testrennen werdet ihr die Autos hier in voller Pracht sehen. Und natürlich wird auch die Strecke noch ein bisschen hübsch gemacht und ein paar Banner auf die Strecke, auf der Strecke angebracht. Und naja, wir gucken mal. So, irgendwie sollte es jetzt irgendwann mal losgehen. Wir haben heute im Gegensatz zu den anderen Rennen eine Änderung vorgenommen. Und zwar starten wir eigentlich, seitdem es dieses Event gibt, einer Rekognoszenz-Lap. Das bedeutet, Teams starten, beginnen das Rennen in der Box, fahren ganz normal in die Startaufstellung. Sieht einfach netter aus und ein bisschen professioneller. Hat aber jetzt hier in R-Faktor 2 den riesengroßen Nachteil, wenn jemand beim Umschalten dann in die Rennsession vom Server fliegt, oder also in der Reconnaissance-Lab, dann kann der nicht wieder. Uiuiui, ui, ja, jetzt wisst ihr, was diese Abweiser bedeuten. Aber schön fliegen tut er. Ja, wie gesagt, dann weiß man, dass das hier. Ja, dann kann der nicht wieder rejoinen und kann dann gar nicht erst am Rennen teilnehmen. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Das soll schon zumindest in den Qualifyings einigermaßen fair zugehen. Und es ist gut, dass wir es jetzt entdeckt haben, weil die Regelung für die Qualifikationsrennen ist ja so, dass man von den 6 Rennen, die insgesamt gefahren werden, werden halt 4 gewertet. Es gibt 2 Streichergebnisse und von daher, wenn das jetzt einem Team passiert ist in den ersten 2 Rennen, dann ist es noch jetzt noch nicht so ganz dramatisch. Also schlimmer wäre es gewesen, wenn die dann irgendwann, wenn es wirklich um ein paar Punkte noch geht, um sich überhaupt zu qualifizieren, dann dadurch rausfallen würden. Ja. So. Gucken wir mal. Ja. Die meisen das ganze Ding mal. Finde ich lustig. Ja, ich sehe natürlich jetzt hier keine Teamnamen, kein gar nichts. Ich habe zwar die Listen geschrieben und ich, aber ich weiß beim besten Willen jetzt nicht, wer da wo was ist, aber ihr seht es schon an den Namen. Also wir haben wirklich alle möglichen Nationen dabei. Und wir haben sogar Fahrer aus Venezuela, Peru, aus Argentinien dabei, aus den USA. Ja, und ich glaube, Europa ist so ziemlich komplett. Also es ist wirklich eine tolle Sache und das ist eigentlich das Beste hier überhaupt an diesem Event. Und ja. Ich freue mich halt doll. Ich freue mich echt drauf und na, guck mal. Ach so, und dann darf ich natürlich noch die freudige Botschaft verkünden, dass Max Pelker, der ja letztes Jahr fast alleine den Stream gemacht hat, Stefan Kahn jetzt nicht ständig dazwischen gequatscht hätte, dann irgendwie der mit dabei ist wieder. Und wir werden das dann zusammen machen. Die Frage ist noch, oh, jetzt sind wir im Rennen. Jetzt geht's los hier. Jetzt stellen Sie, kommen die. Also das ist jetzt das, was ich meinte mit dem etwas unprofessionell. Also das sieht natürlich total bekloppt aus, wenn die Autos jetzt hier einfach in die Startaufstellung gestellt werden. Und ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum jetzt hier ein LMP am Ende des Feldes steht. Und da sind die Ampeln. Die erste Runde jetzt hier im Rennen ist die Formation Lap. Es ist nicht hier
Das ist nicht der offizielle Rennstart, nicht, dass ihr denkt, hier, die fahren hier Kaffee trinken. Und, ja, also gucken wir mal, das jetzt hier im Rennstart. Ups, jetzt haben wir das falsch. Aber schön, dass zur Tasten die gleiche Tastenbelegung die gleiche geblieben ist. Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt die Formation Lab. Herrschaften wärmen jetzt die Bremsen und Reifen ihrer Fahrzeuge an und naja. Ups. Jetzt wohl jemand auf den Server gekommen. Oder? Nee, hier ist irgendwas anderes passiert. Wieder in der Box. Warum? Gut, das kann natürlich sein, dass da irgendeiner was verschnarcht hat oder wie auch immer. Wir warten, ja, jetzt kommen die da wieder raus. Oder sind das. No. Ja, genau. Also die Autos werden jetzt wieder in die Startaufstellung gestellt. Und dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Ich hoffe, dass die Aufstellung noch stimmt. Ich habe leider keinerlei Informationen über das Qualifying, das ausgegangen ist. Aber das drückt da doch die Zeit auch gar nicht so sehr. Ich wäre schon mal glücklich, wenn ich wüsste, wie ich hier auf die erste Position komme. Ah, da oben stehen. Jetzt sieht es ein bisschen chaotisch aus. Also nicht weinen oder keine epileptischen Anfälle bekommen. Irgendjemand fummelt mir hier. Jetzt fahren sie los. Ja, sag mal. Ja, ja. Mein Gott. Das habe ich hier schon 15 Jahre nicht mehr gehört. Unglaublich. Ja, die Maus ist jetzt aus dem Bild. Aber das nervt mich jetzt gerade ein bisschen, weil normalerweise sollte die gar nicht zu sehen sein. Ich glaube, wenn man muss. Jetzt immer noch im Bild, tatsächlich. Oh, Maus. Ja. Ja, gut. Ja, ich muss mich erst dran gewöhnen. Das war ein R-Faktor 1 anders. Da konnte ich das einstellen. Zumindest in dem Broadcaster, den wir da benutzt haben. Hier muss ich dann erstmal gucken, ob es diese Funktion gibt. Sicherlich auch irgendwo nicht mit angezeigt wird, aber das ist jetzt. Okay, also Formation Lab jetzt zum zweiten. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt vernünftig funktioniert. Was sind die jetzt Abstände oder wie? Ach so, ja, gut. Mensch, die denken ja echt mit, die Herrschaften. Ja, das sind schon beeindruckende Bilder, wenn wir uns jetzt mal. Augen führen, dass es ja hier jetzt in Anführungsstrichen lediglich um die Qualifikation geht. Ich meine, klar ist so, dass da alle möglichst viele mitfahren sollten, also sie wollen sich auch qualifizieren, aber dafür, dass wir hier überhaupt nichts angekündigt haben und gar nichts gemacht haben, einfach nur ein Facebook-Post, ist es schon eine große Freude, das so zu sehen. Dann hier. So, aber. Ach so, okay. Ob ich mich an diesen Namen gewöhnen kann, weiß ich nicht. Also er hat sich jetzt einen Künstlernamen gegeben, der Jonathan Erchin. Jetzt heißt er Jonathan Loda, Lado, Lodo, Lada. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich dann nochmal nachschauen in den Listen. Ich weiß es nicht so recht. Naja, gut. Es ist halt ein Ösi, ne? Da muss man probieren. Seltsames Wahlverhalten, also von daher. So, wir bleiben jetzt erstmal hier beim Führenden, nämlich bei dem Jonathan, der ja ansonsten eigentlich ein ganz netter ist. Und, war aufgeregt immer, aber.
Also sollte jemand den kaum zu unterdrückenden Wunsch haben, mit mir hier zusammen irgendwie ein bisschen rumzulabern, ist er herzlich eingeladen. Und würde ich mich sehr freuen, weil gerade im technischen Bereich fehlen mir noch, habe ich noch einige große Wissenslücken, was R-Faktor 2 betrifft. Zehre halt, wie das üblich ist in meinem Alter, von Erinnerung. Von daher. Außerdem habe ich heute wirklich was fürs Leben gelernt. Heute, ich weiß nicht, ob es jetzt das erste Mal war oder. Naja, das erste Mal, also mit meiner Freundin zusammen durfte ich Kopfsalat zubereiten. Und. Feldsalat, Entschuldigung. Ja, Feldsalat. Mein Gott, was es nicht alles für verschiedene Salate gibt, ist unglaublich. Und habe halt gelernt, dass man da so diese Blätter da so zusammenbupseln da irgendwie, dass man das abschneiden muss. Hab dann erstmal unseren Chefkoch Stefan Karnitz gefragt, weil ich dem Braten nicht so ganz getraut habe. Ja, ob dem wirklich so ist, also dem ist wirklich so, also liebe männliche Zuschauer, wenn ihr hier mal irgendwann in die Verlegenheit kommt, Feldsalat zu bereiten, vergesst um Himmels Willen nicht, diese Nupsis da abzuschneiden. Das kann euer ganzes Leben beeinflussen, unter Umständen. So, wir kommen jetzt hier in die Fortschikanen und jetzt geht's hier gleich los. Und wir haben vorhin ganz kurz gesehen, es gibt jetzt hier so ein paar Abweiser. Und hier sehen Sie also rechts und hier jetzt, ja, wieder rechts. Und jetzt mit Erreichen der Startziellinie darf hier Gas gegeben werden. Geben jetzt schon ein bisschen eher Gas und das Rennen ist eröffnet. Das dritte Qualifying-Rennen hier im Studio 24 Stunden Della Saat auf Simracing.org. Und so, jetzt sind wir hier aber ganz am Ende, da wollten wir eigentlich nicht hin. Ui, und hier scheppert schon, eieiei. Das KK hier so ein bisschen involviert, ich habe das jetzt nicht ganz genau sehen können. Ich will jetzt eigentlich, da haben wir die GTs. Und genau. Oh, die haben aber wirklich viel Abstand gelassen. Da können wir davon ausgehen, dass die in Runde 3 oder 4 dann bereits überrundet werden. Und es ist einfach geil zu sehen, was für eine Masse an Autos hier fährt und dass das alles problemlos läuft. Wenn wir uns an die letzten Jahre zurückerinnern, was es da nicht alles gegeben hat. Und was für ein Ärger dann auch mit den Teams, mit den Fahrern. So, jetzt wieder Fortschikane. Und auf die Abweiser komme ich gleich nochmal zu sprechen. So, und jetzt aber gib ihm Saures. Der führende momentan Rafael Venteo. Der hier den Pulk der GTE-Fahrzeuge anführt. Und jetzt geht das hier auch los. Und die haben alle irgendwie gut ihren Start erwischt. Wird natürlich jetzt gleich attackiert. Rennen geht ja auch nur 2 Stunden. Aber na, hallo, wir fahren ja auch Rennen. Also. Und der geht auch echt gut zur Sache. Also kann sich hier behaupten, der Raphael Benjamin Thiermann dahinter und Carsten Riemichen. Zumindest bei dem weiß ich, dass er für Vortex fährt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich glaube, Vortex auch von Anfang an mit dabei ist über diesen Event. Vielleicht damals noch nicht als Vortex, aber zumindest die Fahrer. So, großartige Geschichte, das sieht alles ganz, ganz fantastisch aus. Anders haben wir das ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Und wir fahren halt Echtzeit. Das heißt, R-Faktor 2 hat ja diese netten Features, dass die, ja, dass die Zeiten halt tatsächlich einigermaßen hinhauen. Da haben wir ja bei R-Faktor 1 immer arg rumprobieren müssen und halt auch das Wetter, welches hier 3-minütlich aktualisiert wird.
wird angezeigt. So, hier sehen wir Juan Perez. Ich glaube, ihr seht das so ein bisschen. Hier ist ja noch eine Maus im Bild. Wo haben wir denn zwei Mäuse? Was ist das denn? Das sieht einfach nur brachial gut aus. Und hier schöne Zweikämpfe und da spricht hier als immer. Aber sauberes Manöver, hat super gut ausgesehen. Ach ne, es war gar kein Fiat. War ein amerikanischer Fiat. So, wir gucken mal jetzt so langsam wieder, wie viele Autos haben wir jetzt hier überhaupt? 34 und Jonathan Lado führt vor Peter Grau und Roland Niemann. Also momentan rein deutsches Podium. So, Carlos hier auf der vierten Position, José Antonio Berenguer auf der 5. Und der battelt sich hier mit Klaus Karg aus Dänemark. Ja, da freue ich mich, aber muss ich sagen, da habe ich mich echt drüber gefreut, dass die Jungs von Dänemark, also die ich ja aus von den 24 Stunden dort kenne, von dem LAN-Event, ihr wisst ja bestimmt, über von was ich rede. Und die Jungs haben ja jetzt auch die letzten zwei Events gewonnen dort, also in Kolding in Dänemark. Und ich kann jetzt schon versprechen, dass ich auch dieses Jahr wieder da sein werde, weil das ist mittlerweile nicht einfach nur noch ein Event. Das sind echt Freundschaften geworden. Ja, das ist echt schön. So. Und hier. Per Quist. Und Martin Fuhrmann und Uwe Prischinski. Ne, der Manuel, der ist schon ein bisschen weit weg. Die vier hier. Richtig eng beieinander. Ups, und da geht einer stiften. Funktioniert das hier? Ja, das geht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas sehen. Ups, das ist die falsche Richtung. Was da passiert ist. Oh, ja, da haben wir es gesehen. Also, ja, das ist natürlich blöd. Also beim Anbremsen ein bisschen das Heck touchiert und naja, und dann ging es ab. Schade um die schöne Vierergruppe. Jetzt haben wir gar keine Gruppe mehr. Oh, eigentlich nicht. Einer flöten geht, müssen da mindestens noch drei über sein, oder? Ist aber nicht. Und hier haben wir natürlich wieder die kleine französische Kleinfamilie. Lieber Max. Ja. Also ich kann euch auch versprechen, dass wir heute eine Aufzeichnung haben. So, wir sehen jetzt hier den Führenden der GT, der Rafael Venteo. Der ist hier tatsächlich schon, hat sich hier richtig abgesetzt. Also ich gehe mal davon aus, dass der dein Auto auch ein bisschen strapaziert. Und hier auf Platz 2 und 3 battlen sich Carsten Riemichen und, und Miguel Vasquez. Jetzt erstmal die Nase vorn. Ich bin auch schon total stolz auf mich, dass ich nicht mehr Miguel sage. Und das musste mir keiner erklären, sondern das wusste ich dann selbst irgendwie. Aber wenn man die Namen einfach abliest, dann ist man natürlich geneigt, das so zu lesen, wie es da steht. Wenn ich mir das hier anschaue, wir gucken mal, ob gibt es diese
Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah ja, okay. Ja, fantastisch. Also, es gibt auch noch eine Cockpit-Ansicht. So, ja, so ganz ohne Scoring ist das leider etwas anstrengend, ganz ehrlich. Weil ich hier überhaupt keine Ahnung habe. Ja, ich weiß, die Maus. So, wir versuchen das mal hier so ein bisschen einzublenden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man das hier sehen kann. Aber... nach wie vor Jonathan vor Peter und Roland in der BT und Raphael vor Miguel und Carsten in der in der LMP und die letzten drei genannten auf dem Podium der GT-Klasse. Ja, Klaus Karg hat es jetzt auf Platz 14 zurück. Oh, der ist ganz raus, der ist in der Box. Hier könnte es ein bisschen enger zugehen. Naja, so ganz eng ist das jetzt hier auch nicht. So. Und der Klaus wird jetzt hier durchgereicht. Alex Rinas hier. Oh, es fängt an zu regnen. Ich erlebe das erste Mal in einem Online-Rennen Regen. Ich bin begeistert. Ich bin schwer begeistert. Das ist natürlich jetzt der Grund, warum die in die Box fahren. Die holen sich natürlich jetzt Reifen. Sehe ich denn das wieder groß hier? Ach Gott, oh Gott. Ach hier, Fullscreen. Jetzt fängt es tatsächlich an zu regnen. Das ist sensationell. Das war ja ein Feature, was wir in R-Faktor 1 total vermisst haben. Und da wurden ja Plugins gebaut und hast du nicht gesehen. Und wir hatten aber gerade bei den 24-Stunden-Rennen immer das Problem. Oh, und da gibt's schon die ersten Dreher. Und das ist natürlich jetzt eine heiße Kiste, da diese Fahrzeuge sich hier im ersten Sektor befinden und natürlich jetzt nochmal einen kompletten Umlauf fahren müssen, um sich dann die richtigen Reifen zu holen. Fantastisch finde ich natürlich, dass das jetzt, dass die Sonne trotzdem scheint und eigentlich auch der Himmel, naja gut, er ist schon ein bisschen bewölkt. Aber... achso, jetzt warte mal, es könnte jetzt sein, dass es ruckelt. Jetzt sollte das wieder besser gehen. Nee, jetzt nicht mehr. So, jetzt wieder. Ja, es ist spannend. Es ist total spannend. Und es heißt ja auch nicht, dass die ganze Strecke nass ist, sondern es kann durchaus sein, dass es partiell passiert. Und das ganz tolle Feature hier in R-Faktor 2, ich hoffe, dass es eben noch so ist, ist, dass die Strecke nicht auf irgendeiner eingezeichneten Ideallinie abtrocknet, sondern tatsächlich dort, wo auch gefahren wird. Das ist, das finde ich ganz grandios. Also das war so eins der Feature, als R-Faktor 2 angekündigt wurde, was mich total beeindruckt hat. Und was ich auch richtig, richtig gut finde. So, und irgendwie war das wohl jetzt nur ein Schauer. Oder wir sind jetzt hier tatsächlich in einem Abschnitt, wo es nicht regnet. Also, es ist fantastisch. Das ist echt fantastisch. Das ist sensationell. Also würde ich mal meinen, wir haben Regen im ersten Sektor. So, jetzt gibt es hier schon die ersten Überrundungen. So, jetzt kommen die Herrschaften hier raus und ich würde mal meinen, hier regnet es nicht mehr. Peter Grau führt.
Ja, und hier sehen wir es. Also die Strecke ist definitiv nass, aber offensichtlich nicht so nass, dass es jetzt richtig dolle Gischt gibt. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen ruckelt. So, ich hoffe mal, dass das Problem jetzt mit der Maus ist nicht behoben. Ja gut, mein Gott, dann soll es so sein. So, jetzt ist natürlich hier Hochbetrieb in der Boxengasse. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich jetzt tatsächlich alle Regenreifen holen in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt aufhört zu regnen. Allerdings kann ich mich entsinnen, in Dänemark fährt man ja auch bereits seit 2 Jahren R-Faktor 2. Dass es, wenn es geregnet hat, unheimlich lange dauert, bis die Strecke wieder abtrocknet. Also es kann unter Umständen Stunden dauern. Allerdings fehlt mir auch das technische Wissen. Oh, jetzt ist hier aber echt was los. Finde ich ja ziemlich großartig. Also einer fährt noch. Ich glaube, der war ganz hinten, der wird jetzt führen. Wie lustig, ja, den guckt mal oben die Position. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jetzt ist er Vierter. Da würde er sich ja echt auch mal freuen. So, jetzt gucken wir mal hier. Manno. So, und jetzt bitte lasst die Maus in Ruhe. Peter Grau kam jetzt auf der 6. Position wieder raus. Ich habe jetzt einfach mal die Kamera hier fix eingestellt, sodass wir hier die Ausfahrt aus der Box genießen können. So, ich denke mal, das reicht dann auch. So, wie gesagt, hier Peter Grau auf der 6. Position. Wir gucken mal, wer jetzt augenblicklich führt. Ich sehe natürlich jetzt nicht, wer von denen in der Box war. Ach, Blake Delaney, dem wollte ich auch schon mal sagen, er soll mal nach Hollywood gehen. Weil mit dem Namen muss er Action-Darsteller werden. Also Blake Delaney. Also das müsst ihr euch mal reintun, das ist ein sensationell geiler Name. Hammer. So, Unro Miguel Abreu. Abreu. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss die dann auch vor dem Event dann nochmal bitten, mir ihre Namen irgendwie vorzusprechen, damit ich. Damit es nicht zu peinlich wird. So, Carlos. Oh Gott. Carasoska. Mein Gott. So, und Roland Niemann war, glaube ich. Derjenige, der überhaupt noch nicht, der sich das geschenkt hat mit dem Reifen. So, und hier sind immer noch welche in der Box. Radislav Bogusch steht da und steht und steht. So, und der Juan Miguel Jimenez. Den kenne ich natürlich noch. Der kommt jetzt in die Box. Wahrscheinlich hat er festgestellt, dass das jetzt Schiete war mit den Regenreifen und holt sich jetzt wieder Slicks. So, und es ist auch schön zu sehen, dass wir wieder ein paar Pershies dabei haben. Ich hoffe, dass die Kisten einigermaßen konkurrenzfähig sind dieses Jahr. Über der Corvette Armada. So, oi!
Was ist ihm hier? Oh, der hat aber hier nicht nur. Jetzt guck. Eieiei, da fehlt dir das komplette Heck. Ach du meine Nase. Ja, das ist natürlich blöd. Zumindest, weil er irgendwie noch gut die Hälfte der Strecke zurückzulegen hat. Das ist der Juan Perez. Niklas Pobatnik auf der 28 Gesamtposition. Alex Wieners. Das ist der Experte fürs Leak-System. Er hat irgendwie überhaupt gar nichts geschnallt, was das betrifft. Ich habe ihm dann sein Team da fix eingerichtet, damit die überhaupt ein Ergebnis eingetragen kriegen. Er war ganz traurig, der Gute. Karl Becker, definitiv jemand, der hier das erste Mal mitfährt. Ja, momentan sieht das hier gar nicht mal so aus, als ob die jetzt Rennen fahren. Das sieht aus wie Einstellfahrten. Jetzt kommt hier schon wieder in die Box hier. Der Olivier Garcia. Marco Antonio. Wie geil. Also eigentlich ist das total doof, dass wir in Deutschland geboren wurden. Machen wir uns nichts vor. Lutz Enger. Wie klingt das gegen Marco Antonio Rodriguez? Fantastisch, also. Lutz Enger finde ich natürlich fantastisch. So, gucken wir mal. Der Klaus ist auch wieder irgendwie ins Rennen zurückgekehrt. Hat er wohl ein bisschen verwachst da mit seinen. Ich weiß nicht, ja gut, er war, glaube ich, derjenige, der auch Schaden davon getragen hat, mit diesem Unfall, den wir vorhin kurz gezeigt haben. Ich glaube, das war kurz vor der Mulsanne. So, Freunde aus Holland, gebt ihnen ein Jever und sie sind fahruntauglich. Obwohl, so kann man das nicht sagen. In Kolding letztes Jahr haben sie auch eine Kiste weggehauen und haben dann auch noch die Klasse gewonnen. Wenn auch der Rüdi dabei nicht mit dabei war, aber immerhin. So, jetzt sind wir wieder bei. Oh, der Jonathan, was ist passiert? Eieiei. Auf dem letzten Platz der LMP-Klasse. Stefan Karnitz. Stefan Karnitz führt die GT-Klasse an. Und ich weiß sogar, für welches Team er fährt, nämlich All-Star Racing. Ich bin so ein Held. Also wer sich jetzt so ein bisschen über die leicht laxe Moderation mokiert, dem sei gesagt, ich sehe das heute leicht lax, weil ich habe hier null Informationen über das Rennen. Und ich habe auch keine Lust, jedes Mal von Platz 16 an zu rechnen, auf welcher Position jetzt ein GT fährt, der Klasse. Und zumal, wenn irgendein LMP rausfällt, dann stimmt das alles gar nicht mehr. Und schenken wir uns heute, das ist hier wirklich ein bisschen just for fun, dass man ein paar Bilder sieht von diesem Rennen. Und ich verspreche, dass wir nächsten Samstag, wenn wir dann das fünfte Quali-Rennen übertragen, definitiv etwas besser aufgestellt sind, auch was die Informationen über die Teams betrifft. Also da weiß ich dann auch, welcher Fahrer in welchem Team, und habe ich da ein bisschen mehr Input. Trotzdem macht es tierisch Spaß. So, wir machen jetzt mal hier einmal einen Schnelldurchlauf nach hinten. Also die Boxengasse ist heute echt gut besucht. Das muss ich echt sagen. So, und der Carlos. Ich kann es nicht lesen hier, das ist so klein. Der Carlos jedenfalls, der führt nämlich jetzt hier die LMP-Klasse an. Das macht er relativ souverän. Wir schauen nochmal in das interne Scoring hier.
Er hat 12 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten und der wiederum hat 17 Sekunden, Quatsch, doch 17 Sekunden auf den Drittplatzierten. Also da passiert nicht so wahnsinnig viel. Und dann sind nochmal 11 Sekunden auf den Viertplatzierten zum Peter Grau. Also die Abstände da sind jetzt relativ groß. Plague Delaney ist jetzt in der Box. Wahrscheinlich muss er seinen Groupies irgendwie zujubeln oder lässt sich zujubeln. Beim Boxenrudern. Judas. Judas. Genau. Ja, und hier habe ich jetzt überhaupt keine Abstände mehr. Wir sehen, da sind irgendwelche Autos. Aber ist jetzt nicht so. Ja, zumindest haben wir hier mal zwei jetzt im Bild. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Glaube, ich habe das Problem mit der Maus. Leute. Cool. Muss dann aber auch mal einer gesagt haben hier. Also ich muss mich ein bisschen entschuldigen dafür, weil wir haben heute erstmals, oder ich benutze heute erstmals eine andere Broadcast-Software und das ist nicht ganz so das. So, jetzt seht ihr hier unten auch noch die Informationen zusätzlich. Jetzt haben wir auch dem Karnitz lange genug geschaut. Ich weiß, dass ich jetzt Enter drücken könnte, aber dann habe ich null Informationen mehr. Dann sehe ich noch nicht mal mehr, auf welcher Position ich bin. Und dieses Plugin, dieses TV-Plugin, das haben wir irgendwie vorhin nicht zum Laufen bekommen. Das hat wohl schon mal funktioniert, aber heute funktioniert es nicht. Aber wir haben jetzt ein Fullscreen. Also ihr seht nicht nur einen Ausschnitt, sondern ihr seht alles. Ihr seht alles. Ihr bekommt von mir alles, ihr seht alles. Also es ist. Schöner kann so ein Samstagabend gar nicht sein. So, jetzt haben wir aber tatsächlich ein Duell. Und zwar, das müsste sein Platz 4 und 5 in der GT-Klasse. Kann allerdings auch 3 und 4 sein, wenn jetzt irgendein LMP raus ist. So, und da geht es hier ein bisschen, ja, das ist nicht so die Ideallinie, mein lieber Freund. Und ich glaube, so dieser, vielleicht so der ein oder andere Zuschauer, der schon öfter mal geschaut hat, wenn zumindest ich an der Moderation beteiligt war, wir hatten irgendwo einen tollen Zweikampf und wir sind kaum draufgegangen auf diesen Zweikampf und pups, passierte irgendwas. Immer, immer. Also, vielleicht. Dog Racing, ne? Also so Heißichotzki oder ja, so die Jungs, ne? Das war immer so. Als ob die es geahnt hätten, dass sie gezeigt wären. Die so nervös geworden, dass sie gleich irgendwie die nächste Mauer aufgesucht haben. Oh, hier ist auch noch gut was los. Also zumindest sind hier mehrere Autos im Bild, sogar drei. Und wie wir sehen, so ein Ferrari kann da durchaus mithalten. Waren das Karl Becker, Alex Rinas? Oh, und da geht's jetzt hier gerade mal richtig schön zur Sache. Die beiden Corvettes. Also Leute, die Strecke ist doch weiß genug, weiß Gott breit genug, weiß Gott, ja.
So, dafür haben die zwei sich jetzt hier lieb. Und auch ein Ferrari-Pilot kommt mal in die Situation zu fühlen, wie es ist, wenn man um eine Position kämpft. Also nicht nur überholt zu werden. Ui, ui, und das war's dann wieder. Ja, das war die Boxeneinfahrt. Mein Gott. Och Leute, also ihr macht's mir echt nicht einfach. Also, da hat man mal ein schönes Duell. Und dann passiert, ja, nach kurzer Zeit irgendetwas. So, hier ist jetzt auch gerade Alarm, das sind allerdings Überrundungen. Und der Daniel. Ich will den Nachnamen jetzt nicht aussprechen. Sitzt in der Box. Da sind, glaube ich, einige in der Box. So, und Martin Fuhrmann führt das Rennen an. Er fuhr und fuhr und fuhr und wurde Mann. Aber jetzt führt er. So, Martin Fuhrmann. Und Peter Krau hat sich mittlerweile wieder zurückgearbeitet auf die zweite Position. Bei den Abständen gehe ich mal davon aus, dass das mit Boxenstopps zu tun hat. Dass die Strecke jetzt hier so ein bisschen glänzt und aussieht wie Holzbeton, finde ich jetzt nicht so schick, aber mein Gott. Wir hatten schon deutlich schlimmere Grafiken. Ja, das ist dann, das passiert, wenn man nicht so schön die Kurve bekommt, nicht so ideal, man verliert eine Position. Und der José ist vorbei am Kuba Brzezinski. Ich bin ja auch total stolz drauf, dass ich die Szene habe überhaupt bemerkt. Jetzt versuchen wir noch mal so eine Cockpit-Perspektive zu bekommen. Um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, was die Fahrer so sehen. Also viel ist das nicht, der uns irgendwo flöchern können. Wir erinnern uns mal noch an den Peugeot, an den 908 HDI. Das war ja eher so ein Panzer-Spähwagen. Da hatte man echt nur so ein Guckloch. Oh Mann, und da hat er zu rudern. Also ihr seht an der Lenkrad, an den Lenkradbewegungen, wie schwierig das hier momentan ist, das Auto in der Spur zu halten. Aber dass hier jetzt nicht so richtig Disch zu sehen ist, ich hoffe mal nicht, dass das an den Grafikeinstellungen hier im Game liegt. Wäre blöd, weil offensichtlich ist der Stream-PC hier durchaus noch potent genug, um Faktor 2 zu verkraften. Aber es ist natürlich, die Lenkradarbeit hier zu sehen, ist natürlich eine fantastische Sache. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, Wahnsinn! Ui, ui. Wer ist das hier? Ah, jetzt ist er weg. Auch das funktioniert noch. Ey, ich kann die Maus ins Bild tun, ohne dass man sie im Livestream sieht. Das ist, ach, ich bin so stolz, echt. Und man sollte tatsächlich sich vielleicht mal eine halbe Stunde vor einem Rennen Zeit nehmen, um sowas zu probieren und zu machen.
So, jetzt ist der Abstand natürlich jetzt schon wieder ein bisschen größer geworden. Aber so wie es aussieht, bringen die, achso, zu den Abweisern wollten wir ja tatsächlich noch mal was sagen. Also die sind von uns nachträglich eingebaut worden, weil doch so arg gekartet wurde, dass es irgendwie, also wir hätten eigentlich alle Fahrer bestrafen müssen und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und ja, die Abweiser wurden jetzt noch mal ein bisschen verändert. Wir haben auch vorhin kurz eine Szene, hatte ich im Warm-up gesehen. Da ist ein LMP so frontal vor die, auf der rechten Seite öffentlichen Abweiser gefahren und hat die komplette Front verloren. Das ist dann vielleicht ein bisschen überzogen. Aber rein von der Normalität auszugehen, hat ein Auto da auch nichts zu suchen. Allerdings gibt es natürlich immer mal Situationen im Zweikampf oder irgend sowas, wo man einfach mal die Strecke verlassen muss. Und wenn da natürlich irgendetwas liegt, was das Auto derart beschädigt, dann ist das natürlich ganz schlecht. Wir haben ja auch das nette Feature hier, ja, oder besser anders gesagt, mit dem Rejoin-Plugin von Marcel Offermanns 2012 hat ja dieses 24, oder haben ja diese 24-Stunden-Rennen eine ganz neue Qualität gewonnen. 2014, ich habe mir jetzt erst die Tage die alten Streams nochmal angeschaut, sind alle gestarteten Teams ins Ziel gekommen. Bereits 2012, als es noch arge Probleme im Handling mit dem Plugin gab, mit dem Rejoin-Plugin und vor allem mit einem Restart. Ich glaube, wir haben damals bei einem Restart 2,5 Stunden gebraucht, um die Autos wieder auf die Strecke zu bekommen. Ist das natürlich jetzt hier alles viel, viel, viel komfortabler geworden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es jetzt einfach Normalität. Das ist ja ganz oft so. Dass so ganz doll irre Neuerungen dann irgendwann ja, in Routine übergehen. Naja, also so ein bisschen vermisse ich die R-Faktor 1 Zeiten noch. Schon allein deswegen, weil ich, naja, nicht alles, aber sehr vieles darüber wusste. Und auch mit den Situationen wusste man eigentlich sofort, was zu tun ist. Hier bin ich jetzt ein bisschen hilflos, aber natürlich ist das alles ein bisschen, ja, ist das alles netter geworden. Da muss ich keine Rejoin-Strafen mehr ausdenken, Zeitstrafen oder sonst, das wird alles vom Game erledigt und naja, man kann halt tatsächlich hier dieses 24-Stunden-Rennen so fahren, wie es in der Realität auch ist, und wenn man halt den Motor irgendwo auf der Strecke zerlegt, naja, dann ist halt Schluss. Mit unserem Plugin konnte man rejoinen, bekam dann eine entsprechend hohe Zeitstrafe und konnte dann weiterfahren, was natürlich für Sim Racing, dafür, dass es hier eigentlich um nichts Materielles geht, eigentlich schon okay ist, weil die Leute doch sehr viel Zeit investieren und sehr viel trainieren und Tests und Qualis fahren. Und ja, wenn dann halt einer den Motor hochjagt, dann ist das sehr ärgerlich, weil er kann dann ist das Team draußen und aber gut. So, wir gucken mal wieder hier in das interne Scoring. Vor allem würde mich mal interessieren, wie weit wir sind. Also hier sieht man dann auch mal schön die Temperaturen. Strecke 29, Außentemperatur 20 Grad. Dass die Strecke trotzdem noch 29 Grad hat, obwohl es geregnet hat und sie auch trocken schon 29 Grad hatte, das ist vielleicht nochmal diskussionswürdig. Also 11 Runden haben wir absolviert, ist noch nicht ganz die Hälfte. Wir sind so um die 31 Runden gefahren.
Ach, da unten steht es ja 43 von 26 Minuten, 126 Minuten. Warum jetzt da 126 Minuten stehen, weiß ich nicht, weil die Reconnaissance Lab ist eigentlich aus. Und da jetzt mal einfach drauf. Ah! Ja, toll! Ja, Expand heißt erweitern, das ist schon richtig, aber ich wusste nicht, was er erweitert. Kriege ich das jetzt wieder zurück? Ah! Cool! Ja, man lernt halt nicht aus. Ja, hier haben wir den Klaus, der mittlerweile zurück ist auf Position 11. Der Klaus ist definitiv ein Siegfahrer, also oder das ganze Team. Ich meine, das haben sie in Holding eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Allerdings ist in Holding natürlich auch immer, kann man das schwer einschätzen. Oh ja, das dachte ich mir, dass das schief geht. Das war ein bisschen mutig gebremst. Und wir hoffen, dass er dafür keine Strafe bekommt. Naja, und wie jetzt die Jungs aus Dänemark sich hier schlagen, das werden wir spätestens am 26.06. wissen. 15 Uhr, wenn nämlich diese 10. Ausgabe der 24 Stunden Della Saat zu Ende sind. So, ja, ich bin natürlich ein Held, fällt mir gerade ein, weil Van Bäumer schreibt mir, ich werd bekloppt, es regnet. Ja, ich auch. So, ich nehme mal hier im Teamspeak das Passwort raus, hier von dem Channel, da kann ja gar keiner rein, ich weiß noch nicht mal, wie es was da überhaupt für ein Passwort drin war. Also wenn hier einer zu mir kommen möchte, der kann das jetzt tun. Hol mal einfach jetzt in den Marius hier rein. Hey Marius. Abend. Ich habe jetzt gedacht, ich zieh dich mal jetzt hier einfach rein. Mir ist unglaublich langweilig. Alles gut. Ja, wie kam's? Wie kommt's? Was verschafft uns die Ehre? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, euch nochmal wiederzusehen. Nee, du hast ja gerade einen Aufruf gemacht, dass du jemanden suchst, dass er langweilig ist. Ich meine, dass ihr teilnehmt an dem Event. Ach so, ja doch, auf jeden Fall. Echt? Wenn du was ausrichtest, wenn ihr was ausrichtet, sind wir da immer dabei. Ah ja, okay. Na, ich weiß halt nicht so ganz genau, was letztes Jahr gelaufen ist. Und hab ehrlich nicht damit gerechnet, dass wir Qualis fahren müssen. Aber war ja auch knapp, aber immerhin, es hat geklappt. Wie fühlt ihr euch denn jetzt so? Ja, wir haben ja mittlerweile schon ein bisschen mehr Erfahrung in R-Faktor 2 mittlerweile sammeln dürfen, zum Glück. Ed birgt immer noch wieder neue Sachen, die einen selbst immer überraschen, aber so langsam gewöhnen wir uns auf jeden Fall an die Simulation und ja, freuen uns auf jeden Fall auf das Kultrennen. Ja, genau. Ja, Kultrennen trifft es tatsächlich so ein bisschen. Also es ist tatsächlich beeindruckend. Also wie gesagt, also auch, dass wir dieses Jahr nochmal so eine Internationalität erreichen, hätte ich auch nicht gedacht. Also Spanien, das war klar, aber halt Venezuela, Peru, ich wusste gar nicht, dass es da überhaupt Internet gibt. Also keine Ahnung, vielleicht können wir ja. Ja, nee, das kann ich jetzt im Livestream nicht sagen. Also so Pflanzen bestellen. Genau. Nee, natürlich Blödsinn. Wie ist das jetzt? Also, weil ich habe das noch nie erlebt mit dem Regen. Also, ist das tatsächlich, liegt das an R-Faktor, dass die Strecke so ewig lang nass ist, auch nach nur so einer Husche? Oder ist das jetzt modabhängig oder woran liegt das?
Also ich würde sagen, kommt immer drauf an, wenn jetzt der Regen komplett wieder aufgehört hat und ja recht viele Fahrzeuge auch auf der Strecke, trocknet sich die Strecke schon schnell wieder ab. Ah, okay. Oder ist auch immer so eine Sache, wo die Leute fahren, weil die GTs fahren ja auch eine andere Linie zum Beispiel als die LMPs. Ja. Und ja, dann trocknen die Linien natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich schnell halt ab oder. Ja. Also ich kann den einzigen Regen, den ich je in der Simulation erlebt habe, war, naja, von F1 Challenge mal abgesehen, aber in GTR 2 bzw. in GTR. Und da war es ja dann tatsächlich so, dass man, wenn die Strecke nur nass war, also wenn, da gab es ja so Ansagen, oh, nass oder Monsun oder irgend sowas, dass man da mit Slicks fahren konnte. Haben die sich vorhin da alle ein bisschen verwachst da, dass die dann sich alle Regenreifen geholt haben? Also es kommt halt immer ganz drauf an, wie viel Regen halt wirklich runterkommt in dem Moment, aber es ist schon, wenn sobald es anfängt zu regnen, ist es eigentlich schon richtig auf Regenreifen zu wechseln. Okay. Ja, wenn die Strecke natürlich noch zu trocken ist, dann wird die Regenlinie gesucht, Reifen einfach zu schonen. Ja. Aber im Endeffekt sind schon enorme Sprünge da. Also wenn man aufs draußen bleibt, kann man schon mal 10, 20 Sekunden locker auf die Runde verlieren, im Gegensatz zu den Leuten, die die Regenreifen drauf haben. Ja, okay. Ja, naja, das ist halt, ja, das ist halt Input für mich, den ich hatte, weiß das ja nicht, also ich habe da noch nie irgendwie Berührung mit gehabt. Und dass das jetzt hier alles glänzt wie ein, ja, das muss so, ja. Ich glaube ein bisschen, dass das jetzt Einstellungen sind. Also im Okay. Cockpit sieht es definitiv noch ein bisschen anders aus jetzt wie. Ich weiß nicht, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen hin und her probieren. Ja, werde ich auf alle Fälle tun. Ich meine, ich habe ja mich vorhin entschieden, dass ich das hier heute mache, und ich hatte eigentlich gehofft, dass Stefan damit dazukommt. Und die Einstellungen, was die hier letzte Woche, letzten Samstag gemacht haben, das funktioniert auch alles nicht mehr. Von daher, also kein Scoring, kein gar nichts. Und die Grafikeinstellung, da habe ich natürlich überhaupt nicht nachgeguckt. Ich bin davon ausgegangen, dass das in Ordnung ist. Aber gut, das werden wir dann alles beim nächsten Mal, und das ist ja heute wirklich just for fun. Ja, also die Chance, dass ihr euch qualifiziert, siehst du schon als hoch an, oder? Ich hoffe es doch. Nee, wir sind ja dieses Jahr nur in der LMP vertreten. Und soweit wir jetzt gerechnet haben, sind genauso viele LMP-Plätze vorhanden, wie wir auch angemeldet sind. Ja. Sodass man eigentlich gar nicht rausfliegen kann, sagen wir mal so. Ja, das meinte ich ja, ich am zum Anfang schon so in der Art. Naja, gut, es waren irgendwann mal 24 LMPs. Also Ace Racing hat sich ja dann irgendwie abgemeldet, und ich weiß nicht, wer noch rausgefallen ist. Von daher ist das natürlich okay, und muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen, ja, was heißt bequatschen lassen, also das ist ja keine Sache, wovon man überzeugt werden muss, aber ich hätte es, glaube ich, so für mich schöner gefunden, wenn mal so, weiß ich nicht, ja, so 17, 18 LMPs gehabt hätten, den Rest auf die GTs aufgeteilt, wenn der GT ja doch immer ein bisschen mehr Action ist. Aber gut, das jetzt sind es 22, 22, ist auch okay. Kein Drama. Ja, ich Naja. denke, im Rennen hat man genug Highlights. Das wird noch sehr eng Ja. werden. Viele Teams haben ja auch noch gar nicht so richtig mit dem Training angefangen. Die fangen ja erst intensiv, weiß nicht, 3, 4 Wochen vorm Event an. Und dann werden die Zeiten mit Sicherheit nochmal näher anrücken. Das ist jetzt einfach auch für die Leute erstmal nur so ein bisschen warm laufen, runterfahren, den ganzen Stint einfach mal zu sehen, was die Reifen noch machen, weil die sind ja sehr entscheidend in der Faktor 2. Und ja, dann, dass man vorbereitet ist zum Rennen. Ja, ich würde, hätte mir auch gewünscht, dass man das tatsächliche Reifenmodell von der Faktor 2 hier auf die Autos bekäme. Aber das scheint ja einigermaßen kompliziert zu sein, und das klappt ja wohl nicht so ganz. Aber gut, wenn die Dinger hier irgendwie über die 1,5, 2 Stints kommen, dann ist das ja. Wie ist das mit den weichen, harten Reifen? Also gibt es irgendeinen Reifen, der definitiv erstmal empfehlen ist, also den die meisten dann auch fahren, oder ist das wirklich vom Setup abhängig oder von der Strategie? Also,
würde auf jeden Fall sagen, dass es halt schwer ist zu sagen. Also es kommt halt wirklich darauf an, wie du schon sagst, wie das Setup abgestimmt ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, ich müsste lügen. Ich glaube, wir haben drei oder sogar vier verschiedene Reifenmischungen. Und ja, da muss man halt von der Taktik auch so ein bisschen drauf achten, wie lange man mit welchen Reifen fahren möchte und was halt der Zeitunterschied ist. Aber das, ja, so weit sind wir jetzt auch noch nicht gekommen, die Sachen zu testen. Ja, du solltest jetzt auch keine Geheimnisse verraten, sondern es war so eher ein bisschen allgemein. Ob man hier tatsächlich mit einem harten Reifen, was weiß ich, drei oder gar vier Stints fahren kann oder irgend sowas. Ja, das ist schwer zu sagen, das kann ich leider auch noch nicht beantworten. Weil das wäre ja tatsächlich mal ein Reifen, wo ich, also strategische Möglichkeiten, wo ich sagen würde, ja, okay, also ich meine, wir können uns an Rennen erinnern oder ich kann mich an Rennen erinnern, wo es wirklich, wird wohl nie in meinem Leben werde ich dieses 24-Stunden-Spa-Rennen vergessen mit Piccolo und Rhön. Mit 0,386 Sekunden nach 24 Stunden Ziel gefahren. Also, ne, wo es dann tatsächlich eine Reifensache war. Ne? Der Rhön halt nicht nochmal in die Box gefahren ist, keine Reifen mehr gewechselt hat, der Piccolo wohl. Und 25, 26 Sekunden Abstand, die dann hatten, die der Piccolo dann zugefahren hat. Das ist natürlich, ja, sowas hätte ich schon ganz gern wieder. Ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass es möglich sein wird, also kann wird, wie auch immer. Und ja, dass halt auch die Langstreckenrennen ausmacht. Ja, definitiv, definitiv. Und ich glaube, so viel Herzschlag. Finish, wie wir hatten in diesen ganzen Jahren hier, ja nicht nur bei diesem Event, sondern auch bei der Multileague mit den 24-Stunden-Rennen oder so. Das war schon großartig. Also das ist wirklich, ich meine, nichts, es gibt nichts Langweiligeres. Also ich kann mich an, war das 2014 in Dänemark? Acht Autos irgendwie und das war schon wirklich anstrengend. Also du bist da, du weißt überhaupt nicht, was du erzählen sollst und passiert auch nichts. Und wenn du dann natürlich sowas hier hast, wo es dann wirklich so. Und letztes Jahr Dänemark war ja geil. Also da war es ja auch bis Stunde vor Schluss konntest du nicht sagen, wer die Klasse gewinnt. Und naja. Gibt es noch eigentlich noch andere Gründe, weswegen man nicht, also außer Motorschaden, weswegen man nicht ins Rennen zurückkommt? Wenn man. Jetzt, Ja, also. wenn man ohne Sprit liegen bleibt, dann Ah, auch zu Ende, soweit. okay. Aber Ja, gut. sonst glaube ich, man rejoin. So, jetzt haben wir hier Osvaldo Cocosa und wer ist das noch? Manuel Masili. Das klingt alles beides relativ italienisch. Und die fahren beide Porsche. Nee. Dahinter ist kein Porsche, was ist das hier? Ein Corvette, oder? Oder ist das ein Aston Martin? Ich sehe das nicht. Es ist schon zu dunkel. Also der mit den zwei Scheinwerfern in der Mitte, das ist Aston Martin, ne? Eigentlich, oder? Essen sein, ja. Ja. Naja. Also, dass die jetzt Fremdprodukte fahren, die Italiener, das verwundert mich jetzt schon ein bisschen. Aber ist das so, dass ist der Ferrari tatsächlich ein bisschen unterlegen hier? Also in anderen Langstreckenligen, wo wir noch momentan am Start sind, da ist der Ferrari überlegen. Wenn man Ah, okay. glaubt, dass er auf jeden Fall konkurrenzfähig sein wird. Ja gut, wir haben ja vorhin gesehen, der ist ja da ganz gut mitgefahren. Also. So, wie viele Runden fahren die LMPs? 31, ist das richtig? Richtig Erinnerung? Austin, Aber meinst du jetzt, oder? nee, komplett über die 2 Stunden. Da müsste ich lügen, weiß ich nicht. Das ist jetzt Ah, okay. unser erstes Quali-Rennen, was wir Ah, okay. fahren. Weiß ich gar nicht genau. Auf welcher Position seid ihr gerade? Teamkollege ist Martin Fuhrmann von mir. Ich Ah, glaube, der ist in Führung der. momentan. Ja, der war ziemlich weit vorne. Ich hatte ihn ja schon Fürmann getauft. Ja, ist richtig. Naja, Mensch.
Ein so ein Sieg reicht ja dann auch schon fast, wa? Ja, da, wie ich gerade schon sagte, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also Ja, wir fahren ja. jetzt einfach erstmal mit, um wieder ein bisschen reinzukommen, Leute kennenzulernen, die auch auf den GTs fahren, dass man weiß, wo wer re wie reagiert, wo man mit dem Genau. LMP überholen kann. Das ist ja erstmal das Wichtige, dass die Leute sich aufeinander wieder einschießen. Wobei viele Leute ja, wie eigentlich immer, dabei sind, die man kennt, was halt wirklich super ist, meiner Meinung nach. Ist immer Ja. so ein Highlight einmal im Jahr, was ein Muss ist. Und ja, es gibt natürlich immer ein paar neue Teams, auch super, dass immer neue Leute dazukommen und einfach ein bisschen sich aufeinander einzuschießen. Hättet ihr auch teilgenommen, wenn es keine Quali-Rennen gegeben hätte? Natürlich, also wir wären auf jeden Ja. Fall dabei gewesen. Auch mal den Stefan Anfang des Jahres kontaktiert, weil letztes Jahr sah es ja so aus, als wenn es die letzte Auflage sein wird. Und wie es denn aussieht, weil die Jungs bei uns im Team, die waren heiß, die wollten unbedingt fahren. Und der Stefan konnte auch erst keine Auskunft geben. Und als er dann sagte, dass er mit dir wieder Kontakt aufgenommen hat, ja, dann war auf jeden Fall die Freude groß im Team, weil das immer wieder ein Highlight ist, wie gesagt. Und Ja, also dieses Jahr, also kann mich an 2014. Oh, der Herr Abreu hier verliert hier Anbauteile und zwar massiv. Ja, das dürfte einen Boxenstopp geben. Ich hoffe, er hat mitbekommen, dass er auch einen Heckflügel. Ach nee, den verliert er jetzt. Okay. Nee, einen Heckflügel hat er noch dran, aber da ist massiv was abgefallen. Also der wird jetzt in die Box kommen. Nee, ist tatsächlich so. Ich habe 131 E-Mails bekommen. Das ist wirklich, also 2014, da war es, glaube ich, der Deininger, der mir geschrieben hatte von Vortex, dass das ja wohl nicht ginge, weil eigentlich hatte ich ja da schon keine Lust. Und ja, in 2014 war es ja dann das erfolgreichste und größte Event überhaupt. Und naja, so und letztes Jahr hatte ich halt überhaupt keine Chance, da was zu tun. Und naja. Und dann ganz besonders der Ricardo Attila, der hat Litta oder wie er, der hat massiv mich bedrängt. Also der hatte mich sogar gebeten, wieder eine Rennserie zu machen, weil das angeblich da bei der WEC, ich kann da nicht wirklich was drüber sagen, also er war da wohl nicht so glücklich, was da passiert. Und naja, wie auch immer, jedenfalls so, und ich habe dann hin und her, und dann kam Stefan und haben mal überlegt, und ja, machen wir das nicht. Und naja, nachdem die Jungs dann, oder nachdem wir dann die Aufgaben einigermaßen aufgeteilt hatten und die Serverfrage geklärt wurde, habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir das. Und, ja, auch nochmal jetzt, gerade was die Server betrifft, nochmal herzlichen Dank an den Jörg. Jörg Vogel, der hat, ich weiß es nicht, wer das Ding jetzt gesponsert hat und wer da was gemacht hat. Also, das ist schon ziemlich geil. Also, Leute sich da so reinhängen, stattfinden kann. Ja, kann ich auch nur sagen, muss man auf jeden Fall die Kappe vor euch ziehen. So viel Arbeit, wie immer dahinter steckt. Und ja, läuft immer super, wie immer. Ja, der Wahnsinn ist tatsächlich dieses Jahr, es ist total entspannt. Also nicht nur, weil keine Proteste kommen, sondern es gab keine Diskussion ums Regelwerk. Ich musste nicht noch 14 Tage lang Regeln schreiben. Es gab keine, ich meine, mag sein, dass da noch der eine oder andere Fehler drin ist, einfach weil wir natürlich das Regelwerk von 2014 nehmen mussten. Das vom letzten Jahr hatten wir nicht mehr. Und aber so überhaupt auch im Forum, das ist alles so. Also ich weiß jetzt nicht, ob man da Sorge haben muss, dass das Event scheiße wird, weil das andere vorher hier zu gut läuft. Sonst war es ja immer umgekehrt. Aber es ist wirklich, also auch mit den Jungs, wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir tagsüber uns da ein bisschen abstimmen. Und da, wenn einem was auffällt, dann gibt es da halt so ein paar, kurz ein paar Nachrichten und dann wird es geklärt. Also es ist schon echt ein angenehmes Arbeiten. Aber ich denke einfach, die ganzen Fahrer, die ganzen Teams sind einfach super froh, dass es doch wieder in die Hand genommen wurde und dass die Leute, also ihr, die Arbeit auf sich nehmen und dass wir den Spaß haben dafür, ne? Ja, Und ja.
Kann man sich nur bedanken bei euch auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also ich mache das ja, oder ich meine, wenn man sich das mal überlegt, viel Nerven und Zeit und auch Geld da in den ganzen Jahren investiert wurde. Allein nur die ausgefallenen Sponsoren da, die da irgendwie, was ich dann privat bezahlt habe oder so, das waren einfach, weiß ich nicht, da gibt es keine einzige Sekunde davon bereue, weil am Rennende, wenn die Ehrenrunde läuft und weiß ich nicht, und die Leute alle im Teamspeak sind und total happy und das, ich weiß nicht, was es Schöneres gibt. Also es ist einfach fantastisch und genau für diese paar Minuten macht man das. Also ist einfach irre. Und natürlich macht es auch Spaß, jetzt hier während der Vorbereitung mit den Leuten hier im Teamspeak, Briefings und auch mal hier jetzt im Livestream dummes Zeug zu erzählen. Also es ist einfach schön. Ja, glaube ich, Definitiv. gehört dazu, ne? Ja. So, wir gucken mal so ausnahmsweise wieder mal in ein Scoring. Und der Martin führt nach wie vor und hat 6 Sekunden Vorsprung auf den Peter Grau. Das sieht wohl so aus, als ob der Peter mal in die letzten Rundenzeiten. Letzte Runde war jetzt nicht so der Brüller. 25, aber. Ach nee, was ist das denn? Ach, 3, 1, ach, 2, 21, das wäre, glaube ich, eine gute Zeit, ne? Die Nee. wäre sehr schnell. Nee, das ist tatsächlich sind das irgendwelche Abstände. Nee, 3,41 und gucken wir mal zum Martin, was der da fährt. 3,38, also der war da deutlich schneller in der letzten Runde, 3 Sekunden fast. Aber das sieht mir auch nicht so aus, als dass das bei Peter jetzt, der wird da wohl einen Ausrutscher gehabt haben oder so, weil die anderen Runden sind auch 3,36. Ja, das sieht schon 3,36, 36, 37, 40. Also er hat immer mal so einen kleinen Ausrutscher drin. Ja. Wobei das in der Langstrecke halt auch immer schwer zu beurteilen ist. Natürlich, oft passieren auch mal Fehler, aber die Überrundung kosten auch immer sehr viel Genau. Zeit. Wenn man dann GT mal Ja. ungünstig trifft, dann sehr Ja. schnell die Sekunden hoch. Ja, im letzten Sektor dann irgendwie ein Genau. GT vor sich hat oder so, das ist schon richtig, ja. Ja, wie gesagt, Kuba-Pruschinski dann auf der Position 3. Ich traue mich ganz ehrlich gesagt nicht, alle vorzulesen, weil ich kann hier kaum was erkennen. Und, so, ich muss jetzt erstmal gucken, wo fangen denn jetzt die GTs an? Das ist definitiv schon einer auf Platz 15. Und dann dürfte das der Daniel Langer-Jägermann sein, der hier. Nee, Stefan Karnitz. Uiuiuiui, jetzt sind schon so viele LMPs raus. Nee, ach Gott. Gott, ach Gott. Ja, es ist jetzt mittlerweile so dunkel, dass man hier kaum noch irgendwas erkennt. Man sieht eigentlich nur noch Lichter. Das ist aber definitiv ein LMP. Und was ist das hier? Auch ein LMP. Also ist es tatsächlich so, dass Stefan Karnitz die GT-Wertung anführt vor Daniel Langer-Jägermann und Fabio Cangioli. Und naja, das sieht doch dann schon mal ganz wunderprächtig aus. So, wie viel haben wir noch? 65 von 126 Minuten. Das heißt, wir haben definitiv die Halbzeit erreicht. Jetzt hätte ich beinahe auf Rennen geklickt. Wäre jetzt blöd gewesen. So, und jetzt ist hier. Oh, da macht einer Donut in der Boxengasse. Warum? Das ist noch nicht zu Ende, Junge. Was ist das hier? Robin Werderal! Ja, ist schon scheiße, so eine Corvette, ne? Ja. Und der fährt auch ganz langsam, warum?
Müssen wir mal gucken, ob wir den finden, den Robin. Weil. Da ist er. Jetzt sieht aber jetzt nach Renntempo aus. Wir gucken uns das nochmal hier an. Ich versuche mal. Hier so ein bisschen zurückzugehen. Ja, da fährt er aus der Box. Jo, naja, gut, es war kein. Nein, also er hat nur so ein bisschen mit dem Pops gewedelt. Also es geht. Wie lustig. Ja. Das ist dann nochmal eine ganz andere Qualität, wenn man die Typen auch noch persönlich kennt. Ja, das glaube Ja. ich. Ich verabschiede mich jetzt erst nochmal. Alles Ich muss klar. nochmal runter zum Team. Ja, Wünsche dir kein noch viel Problem. Spaß und wir hören uns Ja, auf jeden Fall nochmal demnächst. alles klar, Marius. Vielen Dank. Jo, mach's gut. Tschö. Ja, ciao. So, das war Marius Bert. Und ja, also ich weiß nicht, ich habe gar nicht gefragt, wie lange die eigentlich schon hier fahren, aber mindestens auch seit 2010. Ich glaube, 2010 gab es die erste Multi-League, da waren die schon mit dabei. Ja, das sind schon nette Bilder jetzt hier. Und wenn ein paar mehr Autos in der Kamera sind, dann kann man auch Details der Fahrzeuge erkennen. Das ist auch schön. Also ich finde ja, bei den wenigen Marken, die wir haben, sollte jede Marke irgendwie noch eine Markenlampe haben. Also irgendeine Leuchte in irgendeiner Farbe, dass man im Dunkeln erkennen kann, was das für ein Auto ist. Ja, was ich auch sehr nett gelungen finde, wir hatten das ja schon mal mit R-Faktor 1 probiert, diese beleuchteten Number Plates, Startnummern, dass das jetzt hier so mit integriert wurde. Damals konnten wir es nicht nehmen, weil es derart viel Performance gefressen hat, dass wir hätten mit weniger Autos fahren müssen. Ja, das gefällt mir. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt so nicht erwartet. So ganz ohne Scoring, dummes Zeug labern, hatte ich nicht so vor. Weil, okay, dummes Zeug labern mit Scoring ist einfach angenehmer. Lasst euch mal für einen kleinen Moment alleine und ihr wisst, was das bedeutet, wenn ich, also die meisten von euch sollten wissen, was es bedeutet, wenn ich mal kurz weg muss. Genau, Kaffee ist nötig. Oh. Ach, das geht dann nicht mehr. Na, das ist ja blöd.
Dreck ist eher alles schwarz. So, wir sind wieder da. Ja, ich hoffe, dass das jetzt hier irgendwie alles gut geht. Und wir jetzt hier die zweite Hälfte dann auch noch gut rumbekommen. Wir können ja mal wieder so ein bisschen in das Scoring reingucken, in das Airfactor-Interne. Na. Das habe ich noch nie verstanden, wieso man hier auf so einem dunklen oder ja, grauen Hintergrund mit grüner Schrift schreiben muss. Wahrscheinlich möchte bei ASI niemand, dass man sieht, was, welchen Positionen hier wer fährt. Aber vielleicht seht ihr das ja im Livestream besser als ich hier in diesem ARD-Viewer. Genau. Was ich halt sagen kann, ist, wo ist Stefan Karnitz? Mein Gott! Der ist weg. Warum ist der weg? Wo ist All-Star Racing hin? Wann war. Oh, Michael Reiter. Da ist er. So, wäre es natürlich nett, wenn der Herr Karnitz mal jetzt hier zu mir käme. Und hier unten sehen wir, die Herrschaften sind ausgefallen. Und ich werde, bitte erinnert mich mal dran, dass ich den Stefan frage, ob man hier bei den Fahrzeugbezeichnungen irgendwie mal noch die eigentlichen Bezeichnungen reinkriegt. Mir ist es scheißegal, ob das legal ist oder nicht. Ich möchte hier stehen haben, wie die Autos wirklich heißen. Oder sind das Teil? Ach, das sind die Namen, oder? Naja gut, wie auch immer. Jedenfalls wäre es schon schön, wenn das irgendwie ein bisschen ersichtlicher würde. Wer hier was fährt. Genau. So, was, wie komme ich jetzt... Komme ich jetzt hier wieder zurück? Nee, ich will nicht Rennen fahren. Ach, Minimize, okay. Oh. Ja, dann Minimize das doch mal. Hallo? Oh, okay. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, das war ja. Eben kriegte ich noch eine Meldung, dass R-Faktor abgestürzt sei, aber tut's gar nicht. So. Machen wir mal ein bisschen Vollbild. Sieht ja auch alles ganz nett aus. Nicht erschrecken. Das hört gleich wieder auf. So. Ja, wunderbar. Peter, du müsstest eigentlich reinkommen können. Hi Peter. Hallo Lutz.
Der Channel müsste eigentlich wieder offen sein. Ah, ich weiß nicht, ich wollte jetzt nicht so reinkommen. Ach so, nee, dann kannst du also jetzt hier in den, kein Problem. Ja, willkommen, Mensch. Ja, Lutz, lange nicht mehr was voneinander gehört. Wie geht's dir? Boah, wie klingt's denn? Ja, gut klingt. Ja, also ich bin sehr entspannt. Und ja, ich finde das ganz lustig. Also, das ist. Also ich, wie gesagt, ich weiß, ich muss mir noch überlegen, ob ich mir Sorgen machen muss, dass das so problemlos alles funktioniert. Ja, also das, was ich bisher gesehen habe, Feld arbeitet eigentlich ganz gut zusammen. Die Jungs machen schön Platz. Wenn da mal irgendwas ist, dann ja. Okay, kommt immer mal wieder vor, aber da war jetzt auch bei mir im ganzen Stint nichts, wo ich sagen müsste, okay, das war nicht in Ordnung. Ja, aber es ist so ungewöhnlich. Also ich meine, gut, in den Quali-Rennen gab es ja, wenn, dann überhaupt auch nur ein paar kleinere Vorkommen. Und so, meistens war das ja so in der ersten Zeit, dann also die ersten Testrennen, wo es immer sehr haarig war. Aber auch das war dieses Jahr nicht. Und auch im Forum, das ist alles so, ja, naja, gut, ne? Schön, also irgendwie, ich weiß es nicht, die sind alle so lieb und, ach Gott, oh Gott, naja, gut, wollen wir mal hoffen, dass sich das nicht aufs Event auswirkt, das heißt, ich denke eher nicht, also das wird ganz gut werden. Wie sich das nicht umgekehrt verhält zu den anderen Jahren zuvor. Und, ja, wie sieht's aus bei euch? Erzähl mal ein bisschen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Dadurch, dass jedes Team ja nur, ich sag mal, mit einem Auto starten darf. Wir wollten eigentlich zwei melden, haben wir dann GRLXF wieder ins Leben errufen und setzen jetzt da mit Carsten, mit mir, mit Heiko Kolbenbach und mit dem Alexander Woltergar drauf. Mhm. Das Rührad 1 Auto, dann mit Henning Wollert, Martin Fuhrmann, Marius Berth. Mhm. Marius wird heute Abend nicht fahren. Eventuell kommt da der Carsten. Na, Carsten ist ja bei uns, also ich sag mal, eventuell kommt noch einer dazu, das wissen wir aber noch nicht ganz genau. Ansonsten fahren die Jungs halt mit rein. Ja. Ja, ja, so vom Laufen her ist es eigentlich ganz in Ordnung. Also auch das heutige Rennen ist ziemlich anstrengend im Regen, muss ich sagen. Also ich sitze im Keller hier unten und eigentlich schwitze ich hier nicht, aber das war jetzt gerade ein bisschen anders. Ja. Aber trotzdem lief es auch bei uns ganz gut, genauso wie beim Martin. Ich weiß nicht, was gerade mit Henning war, der war zweimal in der Box, das haben wir nicht mitbekommen. Die waren, weiß ich nicht, 6-7 Sekunden vor uns. Ich bin rein, habe auf Heiko übergeben und Heiko ist dann raus und sagte mir dann irgendwann, okay, ich bin in Führung, Henning war schon zweimal in der Box. Mhm. Kann er wohl jetzt durchfahren, wenn ich das richtig vernommen habe, hat 25 Sekunden Vorsprung auf 2. Schauen wir, wie es ausgeht. Ja. Denke ich mal. Also ja, gut, es ist halt. Gut, das heißt ja, immerhin war es dann, als die Entscheidung anstand, Qualifying zu fahren, oder nicht? Immerhin so, dass wir 24 LMP-Teams hatten. Und dann halt auch da die Qualis gefahren. Hättet ihr auch, ich habe Marius vorhin auch gefragt, hättet ihr teilgenommen, auch wenn es keine Qualifying gegeben hätte? Ja, natürlich hätten wir teilgenommen. Je mehr Rennen im Vorfeld laufen und je öfter das Feld zusammenfährt, desto besser, du kennst es ja, muss ich dir nichts erzählen, desto besser ist es fürs Hauptevent. Und natürlich wären wir da auch dabei gewesen. Ja. Es hat ja auch schon Events gegeben, da haben wir gesagt, okay, die ganze Vorbereitung, die war eigentlich viel, viel besser als das Event selber. Das hat wirklich Spaß gemacht und das genau dasselbe Feeling haben wir jetzt auch schon. Ja, das ist, ich glaube sogar, dass es überhaupt das ist, was das Event so interessant macht. Ja, definitiv. Weil, wie gesagt, 24 Stunden Rennen kannst du sonst wo fahren mittlerweile. Das ist halt, ja, aber gut. Mir ging es halt, also ich hätte es halt auch extrem schade gefunden, wenn wir hätten keine Qualis fahren müssen. Also dann hätten wir definitiv irgendeine kleine Rennserie oder irgend sowas gemacht. Ja, eigentlich müssen wir sie ja, glaube ich, auch nicht mehr fahren. Also das ist ja jetzt mehr oder weniger just for fun. Und, ja, richtig. Also in gut, der LP auf alle Fälle, ja. Ja, die Fahrer sollen auf die Strecke und ich finde das auch in Ordnung, dass die gewisse Stints haben müssen. Das ist ja allgemein auch so üblich. Man weiß dann auf jeden Fall, gegen wen man fährt, wer auf der Strecke ist und wie er sich verhält. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Richtig, ja. Ja, jetzt haben wir den Heiko jetzt gerade im Bild. Ich hoffe, dass wir nächsten Samstag, also unter der Woche werden wir nicht streamen, das geht mir zu lange. Aber nächsten Samstag dann wieder und dass wir dann ein bisschen mehr ein paar Tools hier am Laufen haben.
War ich denke, dann werden wir auch Carsten mal sehen bei uns und der muss ja auch noch fahren. Also ja, genau. Naja gut, wenn es jetzt nur um die Teilnahmen geht, dann habt ihr ja noch genügend Zeit in den Test dann hinterher. Ich glaube, das wird auch das erste Jahr, so toll, ich will jetzt nichts beschreien, aber ich glaube, das wird auch das erste Jahr, wo wir kein Quali-Rennen wiederholen müssen. Nee, denke ich auch nicht. Also Server laufen gut. Also ja, war das letztes Jahr eigentlich so? Musst du da wiederholt werden? Nee, ich meine nicht. Letztes Jahr ist, glaube ich, irgendwas, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist mal irgendwas verlegt worden oder was, keine Ahnung. Und im Hauptevent ist der Server dann, so viel ich weiß, auch durchgelaufen. Ja, der ist durchgelaufen. Ja, der ist durchgelaufen. Also. Ja, da hoffen wir natürlich dieses Jahr auch wieder drauf. Und wir haben allerdings wieder alle Verkehrungen. Also Marcel ist ja auch wieder mit an Bord. Ja. Und also wir werden jetzt dieses Coring dann von Marcel installieren. So, das war. Ich meine, damit kommt ja auch jeder klar, zumindest die meisten. Und ich finde es auch besser. Also, natürlich ist das Neue so ein bisschen schicker aber darum geht ja nur, das glaube ich, im Schick. Optik ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob es läuft. Ja, genau. Und wenn uns halt dieses komische Ding da, weiß ich nicht, den Server da zum Absturz bringt, dann ist das natürlich Käse. Und nee, das ist schon in Ordnung so und naja. Ja, kurze Info noch. Ich denke, das interessiert auch ein paar, die hier zuhören oder weiß ich nicht, die es nicht gucken können. Also Bayern Dortmund steht noch 0-0, ist in der Verlängerung. Ach was. Wer ist Dortmund? Ja, gute Frage. Ja, nee, eigentlich kennt ja die Bayern noch nicht, also von daher. Ja. Ja, das ist. Ich war so froh, dass ich zurück nach Deutschland durfte letztes Jahr. Ja. Wo warst du? In München. Ach so, okay. Zwei Jahre in München. Darfst du mir nicht sagen. Also eigentlich bin ich der Fan der Münchner. Oh Gott. Ja, aber Moment. Ich bin jetzt von Kind an und ich bin nicht extrem und ich gönne auch jeden anderen. Also von daher, das ist nichts, was jetzt, ich sag mal, extrem ausarten würde. Mhm. Ja gut, Lutz, dann ich mal wieder runter zum dich auch. Ich denke, das wird sich nochmal wiederholen. Ja, und ich gehe dann mal wieder runter zu meinem Team, wogegen zu Maiko. Alles klar. Okay, ciao. Ja, ciao. I don't know if we have visitors from Spain. Juan Perez sent me a link to YouTube. I'm sorry, but I can't watch this YouTube video now. It's yeah, it's not so good for my computer performance. So I hope you are not too angry, and I will take a look after the race. So, liebe Freunde, wir haben es gehört, also die Herrschaften um Peter Grau, den GRL-Teams, sind momentan in Führung in der LMP. Wo wir keine Führung mehr haben, doch, da haben wir auch noch eine Führung, aber nicht mehr die wir vor dem letzten Boxenstopp hatten, das ist die in der GTE-Klasse, da führt nicht mehr All-Star Racing. Da gucken wir mal, wer da jetzt ist. Das müsste jetzt hier irgendwo der Fabio Cangioli für Witchwood, ist das führende Team hier in der GTE-Klasse. Wenn mich nicht alles ganz schwer täuscht. Nee, der fährt auch eine Corvette. Was ist denn mit den Italienern los? Was ist das jetzt? Also ich glaube, ich muss mal die Autos. Also auf keinen Fall ist es ein Ferrari. Ja, ich glaube schon, dass das eine Corvette ist hier. Ja. Die hier echt nix? Nee, du nix? Also, jetzt sieht man das Zeichen so ein bisschen. Ja. Es ist für mich nicht ganz so einfach. Ich muss mich da erstmal wieder reinfuchsen hier. Aber ja, gut, ich hätte eigentlich auch nur warten müssen, bis er an der beleuchteten Stelle fährt. Okay. Ja. Also, Fabio Cangioli, der Italiener schlechthin, fährt ein US-amerikanisches Auto. Er ist jetzt ein Türke und hätte Erdogan als Staatschef, würde er jetzt wahrscheinlich verhaftet. Mann.
So, dann haben wir auf dem zweiten Platz den Andrea Di Gello. Klingt auch ein bisschen italienisch, würde ich meinen. Und auch der fährt kein italienisches Produkt. Nein, er fährt einen Porsche. Und das wiederum kann ich noch nachvollziehen. Das ist einfach der bessere Ferrari. So, und dann haben wir hier Ulrich Blanke auf Aston Martin. Also ich meine, das ist natürlich toll zu sehen, dass wir drei Brands, drei Marken auf den ersten drei Plätzen haben. Gucken wir mal auf 4, der Marvin Philippin. Auf 5, Paolo Marinaro. Matthias Weber, der bestplatzierte Ferrari auf der 6 dann. Also ganz so schlecht scheint der Ferrari nicht zu sein. Ja, schön zu sehen, dass der Matthias auch wieder mit dabei ist. Also ich meine, das sind wirklich bei den Spaniern, bei den Italienern, ich meine, klar, ein paar Leute, die sind einem immer, die haben irgendwelche Dinge getan in den letzten Jahren. Das sind virtuelle Freundschaften geworden. Wären bestimmt auch private, wenn man, oder reale, wenn man die Möglichkeit hätte, so einfach mal eben sich zu buchen. Aber es sind natürlich auch viele Namen hier, die mir jetzt so auf Anhieb nichts sagen, die aber mit Sicherheit, einige von denen mit Sicherheit schon mehrfach mitgefahren sind. Und so als Orga hat man ja dann bestenfalls noch die Namen der Teamchefs im Kopf. Aber natürlich, wenn man hier so ein paar Jahre lang diese Broadcasts gemacht hat, dann ist das natürlich auch so. Und den kennst du vielleicht, den mit Sicherheit und den hast du dann auch mit absoluter Sicherheit, dass du den noch gar nie nicht gehört hast, wie zum Beispiel Karl Becker, also den Namen vergisst man nie. Nein, gar nicht, sondern einfach, da bin ich mir ganz sicher, dass der Ball hier noch nicht gefahren ist. Ja, Pablo Suarez, einer von denen, die mit Sicherheit hier schon legendäre Rennen mitgestaltet haben. Der Victor hat es auch endlich gelernt, seinen Namen richtig zu schreiben. Ja, was heißt richtig? Er hatte ihn ja richtig geschrieben. Das Problem war halt, dass er so ein Sonderzeichen benutzt hat für das I. Und wir dann jedes Mal in den Auswertungen das Problem hatten, dass wir ja die ganzen Dateien editieren mussten. Nachdem ich ihn dann gedroht habe, dass er dann, dass beim nächsten Mal wieder so ist, dann kein Ergebnis angerechnet kriegt, dann seit der Zeit haben sie es dann geändert. Auch wieder irgendjemand in die Box. Wenn die Position 29 jetzt tatsächlich noch fährt, sind noch gerade mal 4 Autos ausgefallen. Robin Werderal. Ja, der Jonathan ist ausgeschieden. Ich weiß es nicht warum. Vielleicht hat er keinen Teamkollegen gehabt, hat hier nur so eins seiner Testrennen absolviert.
Also wir haben ja die Regelung, dass jeder Fahrer mindestens an zwei Testrennen teil, also Test- oder Qualifikationsrennen teilgenommen haben muss. Und natürlich ist es erlaubt, dass man in den Qualifikationsrennen, wo ja ein Fahrerwechsel vorgeschrieben ist, um mal überhaupt ein Ergebnis, also ein Ergebnis zu bekommen, welches, für welches es Punkte gibt, dann halt kann man hier natürlich auch erstmal alleine fahren und dann nach 33% oder 50% das Rennen beenden. Keine Ahnung, ob er das hier gemacht hat oder ob es irgendein Problem gab. Es steht da was von Unfall im Scoring. Das kann natürlich auch der Grund sein, keine Frage. Wenn mal irgendjemand hier Lust hat und diese Streckenkameras mal anpassen möchte, wäre ich sehr, sehr dankbar. Also diese fixen Kameras, die immer die Ende-Taste, wo die End-Taste erreicht. Ja, großartig. So, ich habe noch mal ein kurzes Päuschen gemacht. Gott, oh Gott. Entschuldigung. Beabsichtigt. Ja, ich gucke jetzt tatsächlich mir gerade das YouTube-Video von Juan Perez an. Und ich weiß jetzt nicht so genau was. Oha! Was war das denn? Ja gut, das ist tatsächlich eine Sache, der müssen wir. Dem müssen wir auf den Grund gehen, wenn das hier in den Rennen passiert ist. Ja, dann sage ich trotzdem mal danke für das Video. Thank you to Juan. Sending this video to me.
and I hope it's yeah, we will please send a protest. So, naja, so wirklich jetzt, wir machen ja, ich würde sagen, wir sind da jetzt gar nicht so. Wir gucken jetzt einfach nochmal. Oh, der Viktor Koso hat, den hat sie erwischt. Ein Aufhängungsschaden. Ihr seht jetzt hier nochmal das Scoring. Und es sieht so aus, dass der Heiko Kolbenbach führt. Gott, was ist das für ein Name? Sorry, kann ich nicht. Kann ich, also diese grüne Schrift hier, ich kann es nicht lesen. Ich kann es wirklich nicht lesen. Also tut mir leid. Dann machen wir das anders, dann gucken wir noch mal hier, vielleicht geht das. Also Stefan Dänige ist definitiv auf der dritten Position. Hallo Herr Enger. Ah, da ist er ja. Tag, Mensch, ich wollte gerade jetzt irgendwie so denken mir, das ist jetzt auch gut, so. Ich bin doch da, alles gut. Es ist alles so dunkel auf der Strecke, ja. Ja, was soll ich zu dem Video sagen? Da hat ja wohl einer völlig geschnarcht, oder? Da hat aber einer komplett geschlafen. Ja, also weiß ich nicht, ich hoffe, also ich weiß halt nicht, um welche Autos es da geht. Nein, das ist schon, also der GT bremst halt bei 150 Metern und der LMP hat aber selbst bei 100 Metern noch nie angefangen zu bremsen. Ja, so ungefähr. Ja. Und irgendwann muss der GT halt dann auch mal in Richtung Kurve, naja, und dann ja, hat's halt... Ja, genau. Wobei ich fast vermute, dass das weniger Absicht war, sondern dass er da einfach nur noch Passagier war, also der LMP. Ja, ja. Weil irgendwie der Lado ja auch dann mal vom Server gegangen ist und... Also ich vermute einfach mal, da war ein irgendwie irgendwas. Geisterauto oder was? Nee, irgendwie, was weiß ich, Black Screen oder was weiß ich. Ah, okay. Also, naja, wie auch immer. Ja. Nee, also gegebenenfalls gucken, was das war. Also ich vielleicht schreibt er ja auch noch irgendwas dazu. Ja. Nee, wie war dein Stint? Ich meine, mich hat übernommen und du seid letzter. Ich mein... Ja, nee, das Problem ist, dass ich der Meinung war, dass wir vielleicht Intermediates fahren können. Ah, okay. Und sind deshalb auf Intermediates gegangen. Und das hat sich dann natürlich als Fehler herausgestellt. Von daher muss man nochmal rein und dann nochmal Regenreifen holen. Naja, und dann das Resultat sieht man. Aber ich meine, reicht auch. Ja. Also, ich habe jetzt gerade von Marius erfahren, es ist schon so, dass die Dauer, die Strecke dann wieder einigermaßen trocken ist, davon abhängt, wie viele Autos fahren. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also, es gibt in Airfact, du bist da ja noch sehr neu, deshalb muss man dir das ja alles noch erklären. Ja. Es gibt ja in Airfact zwei diese bekannte Wheel Road, ne? Also ja, das quasi weiß ich. Der, genau, der Grip, der sich halt nach dem Fahren aufnimmt, beziehungsweise. Und der fahrenden Autos aufbaut und genauso ist es halt im Regen. Ne? Die Strecke ist halt nass und wenn es halt aufhört zu regnen, wird halt
die Fahrspur, die halt befahren wird, das kann halt ganz links sein, ganz rechts sein, wo auch immer, wird dann natürlich aufgrund der Autos, die da drüber fahren, immer wieder natürlich trockener, wie es halt auch in Realität so ist. Ja, ja, nur mir, ich kenne das schon auch aus Golding oder so, nur hat es da halt immer Stunden gedauert. Ich meine, gut, da waren halt nicht so viele Autos auf der Strecke. Richtig. Und das wusste ich halt nicht, dass das halt mit der Anzahl der Autos, ich meine, normalerweise trocknet eine Strecke ab, in Abhängigkeit von der Temperatur, natürlich auch, wie oft sie gefahren wird, aber... Ja, aber das, was ja am meisten dafür sorgt, dass halt eine Strecke trocknet, ist halt die fahrenden Autos darüber. Also ja, okay. Den Anpressdruck, den die da erzeugen und das Wasser halt wegsaugen. Ja, und das, ja, ja. Das hast du natürlich bei 40 Autos mehr als bei 10. Ne? Ja. Und dadurch geht es halt auch wesentlich schneller. Ja gut, ich meine, dann sollten wir unbedingt mich ja weiter mit nach Dänemark nehmen, wenn da nicht so viele Autos auf der Strecke sind, weil mit Wasser absaugen kennt er sich ja aus. Na gut, das musst du mit ihm selbst klären, dass ich da halt nicht raus. Naja, aber das ist so, nein, keine Ahnung. Wusste ich tatsächlich nicht. Also das ist, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Dachte so ein GTA 2, da hast du halt irgendwie Zeit gehabt, in der die Strecke abgetrocknet ist. Nee, also hier ist das wirklich so real oder so realistisch wie möglich nachempfunden. Was halt leider so schade ist, dass es halt in diesem Spiel noch keine Streckentemperatur gibt. Also die ist halt statisch. Ne? Und das ist halt eigentlich ein bisschen schade, aber da arbeiten die wohl dran, weil dann ja auch noch der Wind dazu kommt, aus welcher Richtung kommt der Wind, wie viel Sonne scheint jetzt gerade und so weiter und so fort. Das machen die ja alles mit diesen eigenen Berechnungen. Ja, ja. Aber das hat ja in R-Factor 1, hat das jetzt zumindest mit den Streckentemperaturen einigermaßen funktioniert, dass es in der Nacht deutlich kühler wurde und so. Das ist richtig, das funktioniert so in R-Factor 2 aber nicht. Ah, okay. Und kann man das während des Rennens verändern? Nein, ich kann halt nur quasi 25% Schritten einstellen. Das heißt also, bei 25%, bei 50%, bei 75% und bei 100%. Aha. Also ich könnte jetzt beispielsweise bei 5 Grad anfangen, könnte bei 75% Renndistanz dann bei, was weiß ich, 800 Grad sein, könnte dann aber bei 100 Prozent Rennen dann wieder bei 30 Grad sein. Also das könnte ich einstellen. Und dementsprechend würde sich dann halt die Temperatur ändern. Aber soweit ich das weiß, hat das dennoch keinen Einfluss auf Abtrocknen der Strecke oder ähnlichem. Ja, aber schon so auf die Gripverhältnisse dann, wenn es trocken ist, doch hoffentlich schon. Also wenn man dann in der Nacht fährt, dass dann die Strecke ein bisschen kühler ist, oder? Nein, also wenn wir zum Eventtag mitten in der Nacht Regen bekommen sollten, haben wir trotzdem 30 Grad. Nee, ich rede jetzt unabhängig vom Regen. Also, dass man jetzt sagt, in der Nacht ist die Strecke einfach kühler oder so. Natürlich, du könntest jetzt sagen, müsstest dir das halt so ein bisschen durchrechnen. Und könntest dann natürlich sagen, das sind dann irgendwie bei 50%, sag ich mal, was ist das denn, das 3 Uhr nachts, ja? Könntest ja zum Beispiel dann bei 50% einen Wert X einstellen. Und dann bei 75%, das wären dann wahrscheinlich 9 Uhr morgens oder so, dann halt wieder ein Wert, der deutlich höher ist. Das könntest du natürlich machen, klar. Ja, ja, okay. Das wäre natürlich gar nicht mal so schlecht, ja. Also ein bisschen, wenn das die Nacht die Strecke 130 Grad hat, das ist irgendwie... Naja, gut. Egal. Aber ist halt dann eine feste Größe und hat ja auch Vorteile. Nee, aber ansonsten muss ich sagen, jetzt bis auf diesen einen Vorfall, der da zu sehen war, oder der uns geschickt wurde, ist das ja eigentlich alles dieses Jahr sehr entspannt, ne? Also finde ich schon. Na gut, du musst halt auch wieder sehen, dass die Leute, also ich sag mal zu 75%, ja wirklich alle schon extrem lange hier auch fahren und miteinander irgendwie schon mal gefahren sind. Also kennt man sich ja irgendwo mehr oder weniger. Ja, das sind die aber letztes und vorletztes Jahr auch schon. Und, Richtig, aber man, vielleicht kommt halt auch noch dazu, die Leute werden halt älter, werden dann ein bisschen entspannt. Genau. Ja, du, ist ja so. Ja. Werden halt wie alt warst du, als ich dich kennengelernt habe, 2005? 2005, warte mal, das sind jetzt 11 Jahre, da war ich 19. Mein lieber Herr Gesangsverein, ehrlich, ja. Das ist so, und ich war damals schon so alt wie jetzt, also das ist echt irre. Und wenn nicht sogar älter. Ja, ne, das kann durchaus sein, ja. Ja, Hammer. Schon echt ein Wahnsinn. Also. Und auch wie viel Scheiße einem so einfällt noch. So, ne? Also, ich meine, normalerweise sollte man ja so
Details, so Kleinigkeiten auch mal irgendwie vergessen oder so. Aber der Peter Quailfying, der im Interview war, ist mir sofort die Geschichte mit dem geplatzten Motor eingefallen und hat er natürlich nicht gesagt, so, ne? So, ne? Irgendwie so, irgendwie zu jeder Person, die hier irgendwie auftaucht, fällt dir irgendwas ein. Also es ist echt grandios. Ja, aber ich jetzt überleg doch mal, wie viel, du hattest früher, glaube ich, 6 Ligen gehabt oder 7 waren's. Hattest über 1000 Mitglieder gehabt, die auch irgendwo, klar, hast du mal immer mal wieder einen irgendwie wiedergefunden in 2, 3 Ligen. Aber so im Großen und Ganzen hast du, ich meine, erinnere dich damals an Mad Max, an, ja, ja. Was weiß ich nicht, wie sie alle, diese Eckart, ja. Schäfer und ja, wer da nicht, ja, alles war, Holger, ja, Hirschberg und das sind halt Leute, ja, da hast du so viel Erfahrung, da gibt es halt dann, wenn du dann auch persönlichen Kontakt hast, da kommen auch so viele Geschichten dann auch, richtig, noch dazu, richtig, und unsere Liga-Treffen. Unsere legendären Liga-Treffen, ja. Ja, genau. Ach ja, das ist, nee, aber ich glaube, das hat alles seine Zeit und ja, und solche Sachen. So richtig geil sind sie halt auch nur einmal. Wiederholungen sind halt bis auf die Rennen selber auch immer nur. Obwohl auch da muss ich sagen, also ich meine, so emotional wie dieses erste 24-Stunden-Rennen war, wird es nie wieder und es kann auch gar nicht. Und das ist einfach, trotzdem es immer noch unglaublich schön ist. Aber naja. Ja, man gewöhnt sich halt dann irgendwann dran, ne? Ja, genau. Das ist halt nur noch. Und zumal du ja damals der Erste warst, der das Ganze gemacht hat. Und du kannst dir ja heute noch vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckte, weil es halt alles neu war, ne? Ja. Und das ist halt. Ich weiß gar nicht, warum dieser Roland Groß. Roland Groß ist er, ne? Ronald, ja. Ja, ja, genau. Warum der eigentlich jetzt sauer ist mit mir, ich weiß nicht, irgendwas war da mal, aber egal, der war ja damals mit in der Orga. Und ich weiß nur, ich habe Tränen zerflossen, mein Mikrofon gemutet, weil ich nicht mehr vor Heulen nicht mehr sprechen konnte. Und hatte ihn dann gebeten zu sagen, verabschiede mal die Fahrer jetzt mal ein bisschen hübsch so irgendwie. Und dann geht er da in Teamspeak, ich höre das noch mit, und dann sagt er so, ja Jungs, war alles toll, tschüss. So, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Was für ein Stoffel. Und naja, genau. Ich glaube, irgendjemand hat mir auch neulich gesagt, die Aufzeichnung von dem Versuch da noch irgendwie den Leuten Danke zu sagen, die existiert noch irgendwo. Ja, es gibt halt so 2, 3 epische Momente von dir, die noch nach wie vor vorhanden sind. Und ich habe unter anderem auch eins bekommen von Marius. Und irgendwann wird wahrscheinlich der Punkt kommen am 25. oder am 26. Da muss es dann halt auch mal eingespielt werden. Ja, ja, ja. Das ist dann halt schon. Ja, super. Ja. Ach Mann, ey, das ist schon. Aber jetzt sind die Schweine Bayern auch noch Pokalsieger, Alter. Echt? Haben sie gewonnen? Ja. Ja, ja, gerade Elfmeterschießen. Ich geh mal eben ganz kurz nach oben und hole wieder. Alles klar. Ja. So, es gibt also 2, 3 epische Momente von mir. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal nicht, dass diese Aufzeichnung von dem ersten Event da noch da ist. Das möchte ich, glaube ich, nicht nochmal hören. Aber ansonsten bin ich da eigentlich schmerzfrei. Ja. Also wenn ich das jetzt hier richtig sehe, also wir haben so ein bisschen LMP-Sterben jetzt hier, habe ich so den Eindruck. Also wir sind jetzt hier so ein bisschen im Ranking der GTE-Klasse. Fabio Cangioli führt hier vor Andrea Di Gello und Marvin Philippin. Auf der 4, auf der 5 dann Carlos Senderos Meril, auch noch nie gehört den Namen. Ulrich Blanke.
Und dann schon Michael Reiter. Also es gibt noch gut Punkte für All-Star. Trotzdem sie sich da mit den Reifen verwachst haben, wie Stefan eben gerade mitteilte. Na, immerhin. Oh, hey, Herr Reiter, das war aber ein schöner Cut. Ist das so gewollt? Da muss auch noch was hin. Das nennen wir dann den Reiterabweiser. Genau. So, gucken wir noch mal ganz schnell vor in die... Ja, da hat sich nichts geändert, genau. Also, Heiko Kolbenbach führt hier vor Paschalis Gerges. Ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn man schwarze Schrift auf hellem Untergrund hat. Und Stefan Deniger auf der 3. Wollert auf der 4. Auf der 5 Nikolai Weber. Auf der 6 Armin Binder. Mensch! Wahrheit auf dem Sender erfahrt er von Herrn Binder. Ja, Wahnsinn. Er ist auch wieder mit dabei. Coole Sache. Yari Vinari. Würde ich jetzt mal irgendwie auf Skandinavien tippen. Luis Sola. Er hat, glaube ich, für Satellite Racing nicht ganz schwer, oder? Also vor allem für ein US-amerikanisches Team. Roberto de Filippis könnte dahin schmelzen mit diesem Namen. Fabio Cangioli ist eigentlich auch nett, oder? Fabio Cangioli klingt so ein bisschen nach, ja, Schokoriegel irgendwie. Naja. Wir wollen uns hier nicht lustig machen, also das ist alles harmlos. Aber zumindest führt er die GTE-Klasse an, der Fabio. Ja, Platz 6 für All-Star, also ich denke mal, das gibt ein paar Pünktchen und da werden sie vielleicht auch ganz glücklich sein. So, wir gucken mal, wie viel Zeit jetzt noch verbleibt. 6 Minuten. Oh, na das halten wir noch durch. 6 Minuten. Ist hier eigentlich noch irgendetwas, was man... ...noch anzeigen lassen könnte? Ich glaube nicht. Ich möchte auch den Asphalt-Grip nicht speichern. Jetzt nicht, wozu ich den brauche.
Ja, das ist dann wohl auch fürs Hauptevent der Sektor, wo man. Und es ist geil zu sehen. Es ist wirklich, ich habe jetzt wirklich, ich wollte gerade sagen, das ist so der Sektor LMP trifft auf GT und man kommt eigentlich nicht vorbei und manche versuchen es dann doch. Und hier sieht man einfach, nee, der steckt zurück vor dem Ford-Schikan, bleibt dahinter, verliert vielleicht 2-3 Sekunden, aber es ist geil. Das ist immer mal das sehen. Gut, das wollen wir jetzt nicht sehen, wie man cuttet. Aber immerhin. Wisst ihr, auf was ich mich am allermeisten freue? Nee, das wisst ihr natürlich nicht, aber an diesem 25., 26. Juni, am 26. dann nach dem Event, meine Stimme wird wieder im Arsch sein für 3 Tage. Da freue ich mich so drauf. Wenn jemand was von mir will, kann ich sagen, sorry, ich kann nicht sprechen. Das ist cool. Ich finde es fantastisch, dass das hier so läuft, so funktioniert, dass keiner hier irgendwie irgendwelche bösen Sachen macht. Kleine Ausnahme hatten wir heute, aber das haben wir eben schon kurz gesagt. Das schien so zu sein, als dass da der Fahrer nur noch Passagier war in seinem Fahrzeug, dass da irgendein technischer Defekt vorlag und das Fahrzeug nicht mehr zu kontrollieren war. Der ist da im Aston Martin volles Programm weggeschrubbt. Da gab es auch gar keine Anzeichen dafür, dass er da ausweichen wollte oder sonst irgendwas. Also das macht normalerweise kein Mensch. Ist natürlich dramatisch für den Aston Martin. Das könnte das Rennen beendet haben oder hat es, ja, hat es auch. Alexander Pogorelov, der Ukraine sind die, glaube ich. Ja, es ist irre. Ich weiß nicht, ob ihr euch entsinnen könnt. Oder, ja, ich muss ja, wenn ich ihr sage, meine ich eigentlich immer die das schon ein paar Jahre hier mitmachen oder schon öfter mitgemacht haben. Einer von oder ein Fahrer aus einem der ukrainischen Teams, der hatte mal in so einem Thread, wo die Leute ihre Cockpits gepostet haben, wie sie so fahren zu Hause, ein Bild gezeigt, da haben alle gesagt, das gibt's ja gar nicht. Er hatte auf einer Bettkante gesessen, der Monitor ungefähr 1,5 Meter von ihm weg, auf so einem kleinen Holztischchen, und das Lenkrad hatte er zwischen den Beinen eingeklemmt. Also das muss man sich mal reintun. Was die Leute, ich meine, das ist absoluter Irrsinn. Da noch einigermaßen präzise irgendwie das Auto zu steuern, das ist ja. Und dann über so einen Zeitraum. Ich meine, die meisten fahren hier Stints von 1,5, 2, 2,5 Stunden. Und da so auf einer Bettkante zu sitzen, also nicht mal eine feste Unterlage oder irgendwie, wo man. Keine Ahnung, also. Irre, absolut irre.
10 Autos scheinen das Rennen aufgegeben zu haben, wenn ich das richtig gesehen habe. So langsam sollten wir jetzt dem Ganzen hier auch, sollten wir uns jetzt hier auch dem Ende nähern. Jo, das sieht so aus. Das Rennen ist zu Ende. Ja. Ja, ihr Lieben, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Lutz Enger und wir sehen uns und hören uns wieder am kommenden Samstag zum dann 5. Qualifikationsrennen. Und inwieweit wir dann die Testrennen dann nochmal broadcasten, das werden wir dann entscheiden von Fall zu Fall. Also unter der Woche einen Broadcast zu machen, ist, glaube ich, etwas zu, ja, zeitintensiv. Also es wird dann einfach zu spät. Wir sind immer so gegen 11 Uhr fertig. Es ist jetzt auch 23:01 Uhr. Also, wie auch immer. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Morgen hier zumindest in Deutschland. Es wird tierisch heiß. Ja, ich werde in die Sauna gehen, habe ich erfahren. Also von daher, das Beste, was man, glaube ich, bei so einer Hitze machen kann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.